Ja, hallo meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit einem Replay vom Jagdpanzer R100 gespielt von Mercusio 11. Live Oaks ist die Karte und hier im 10er, 9er und 8er Scout Battle, beziehungsweise sogar 7er am Start. Jetzt sind wir mal sehr gespannt, was er mit dem deutschen Stahl so reißen wird. Auf geht's! Schaden sollte es definitiv etwas geben. Davon gehe ich aus bei der Kanone. Wir gehen auch mal kurz auf die Durchschlagswerte ein. 299 mit Normal und 420 mit Premium. Und man sieht den Schaden 1050. Wenn er irgendwo mal die HE auspacken sollte und da mal durchkommt, dann würde er sogar auf 1400 und hat einen Wirkungsbereich von 4,45. Also ein sehr interessantes Ding. Natürlich durch die starre Kanone begrenzt, wie man bei ihm jetzt gerade ganz schön sieht, rechts und links. Und da hat er den AMX-30 und zündet ihn mal an, beziehungsweise macht ihn da mal einfach mal schnell 1153 HP. Auch interessant, dass er damit Auto-Aim geschossen hat. Oh oh, der Aufklärer-Panther hat gleich so verkackt. Ah, jetzt kriegt er vom T-57. Oh 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 oh, da ist er. Da hat er den Aufklärer-Panther weggemacht, aber der hat ihm ganz schön viel gekostet. Ein E4, ein T-57 und ein E-75 haben sich damals schnell bedankt. Und so schnell werden aus 2200 HP plötzlich nur noch 644. Also das ging verdammt schnell. Mein lieber Schieber. So, jetzt vielleicht revanchiert er sich zumindest mal beim T-57. Ja. Also, das ist so krass, wenn dieses Ding da einfach mal zuhaut. Also, Bud Spencer könnte es einfach nicht besser machen. Aktuell hat er schon 2800 Schaden gemacht und das bei lediglich dreimal getroffen. Und einer war ja so gesehen ein Low Roll beim Aufklärer-Panther. Jetzt fahrt er da hoch. Auch das ist jetzt nochmal mutig. Ah, da um ein Fünkelchen. Die Gegner-Arti nimmt in der Zwischenzeit den T-71 raus, den eigenen. Der spielt natürlich wieder in die Karten. Oh, oh, jetzt, nee. Jetzt, wenn der nochmal einmal zurückkommt, dann hat er sehr schlechte Karten, aber so doof ist er scheinbar nicht. Minimap auch noch ein bisschen größer, um das Spielgeschehen etwas besser verfolgen zu können. Er legt sich hier auf die Lauer, aber bis jetzt nichts. Auf den E4 kommt er drauf. Und jetzt. Ja. Ein Low Roll mit 927. Das ist ja. Ach, fast schon dilettantisch, der Schaden. 22,17 Sekunden hat er hier Reload. Was ich jetzt nicht so verstehe, warum er jetzt so viel. Warum er Premium überhaupt schießt. Eigentlich nicht notwendig. Aber in der Endauswertung werdet ihr auf jeden Fall auch sehen. Also mit Minus geht er nicht nach Hause. So, jetzt hat er sich mal ein bisschen umpositioniert. Der T-57, der aber die ganze Zeit hinterm Haus gestanden ist, fährt jetzt rechts Richtung Stadt weiter. Aktuell 5:4 das Spiel geschehen. Ne, da leider nicht. Oh, 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 oh. Ne, hinterm Hügel. Wäre natürlich jetzt schön, wenn er da jetzt vorkommen würde. So ein VK4502B, der eigentlich sonst so ein wirklicher Angstgegner sein kann. Ist jetzt nicht so erschreckend mit so einem Monster, wie er hier spielt. Oh, der MX-30 hat ihm hier seitlich eingegeben. Jetzt muss er aufpassen. Genau, wenn er da jetzt nämlich noch durchfahrt, kriegt er vielleicht nochmal eine. Da muss er ein bisschen aufpassen jetzt. Nein! Schieß! Ja! Da ist er weg. So, aktuell hat er 5 Treffer ins Ziel gebracht und liegt bei 4.500 Schaden. Das ist halt einfach schon eine kranke Nummer, so ein TD. Oh, oh, E75, E75. Ja,
Da hat er sich gut revanchiert. Diesmal prallt er auch noch ab. Jetzt muss man aufpassen, dass er da jetzt... Er wackelt hier, dass der nicht so leicht... Ja. Trifft nochmal die Kette. Und wenn er jetzt reparieren kann und dann... Ja. Wer ihn nicht killt, der wird bestraft. Und das hat ihm der hier auf beste Manier gezeigt. Oh Gott, AMX-30 steht da immer noch. Jetzt hat er nur noch 15 Struktur. Der AMX macht ihm jetzt wirklich das Leben schwer. Sidescrapen rausfahren jetzt also. Jetzt bekommt er keinen Schuss mehr. AMX schießt gerade nicht mehr. Vielleicht denkt er sich, nee, so brauche ich nicht auf dich drauf gehen. Aber gut, er denkt sich hier in der Stadt, oh. Er kommt durch. Er fährt jetzt ernsthaft durch und der AMX hat sich entweder umpositioniert oder hat ihn nicht aufbekommen. So, wo ist der FV? Der Jagdpanzer seines Zeichens nimmt den FV von seinem Team raus. Der natürlich auch für ordentlich Schaden zuständig ist, aber da ist der AMX 30 jetzt. So, jetzt fahrt einfach durch, genau richtig, und jetzt bumm, raus damit. Ideal, so macht man das. Jetzt muss man aufpassen, dass der Jagdpanzer da, ja, der ST1 macht das Ganze. Aktuell 6900 Schaden auf der Uhr. Und jetzt lebt nur noch der Sternenzerstörer, endgültige Endgültigkeit, Kinderwerfer, wie viele Namen es auch immer gibt. Der schaut nicht. Ja, er schaut. Ja, ideal. Boom. Jetzt muss man da aufpassen, genau wegfahren, weil der hat ja einen drehbaren Turm. So, da kommt er gerade perfekt weg. Und jetzt kommt der ST und der IS-7 kommt auch noch. Oder kriegt er selber noch einen raus? Oh, 5 Sekunden, der FV kommt. Macht er den Kill? Er macht den Kill selbst! 8500 Schaden. Über 10.000 Wern hat die Runde gebracht. Wirklich nice gespielt. Schade, dass es kein Krieger war, aber trotzdem sehr schön. Da sieht man, so ein Jagdpanzer ist einfach ein Monster. Lasst mir doch Kommentare da, ob ihr auch die Reihe spielt. Und ansonsten, bis bald, euer Alcaramba.